Du möchtest dir die Lippen vergrößern lassen und gehst zum Arzt und möchtest Hyaluronsäure spritzen lassen. Ist das das einzige Verfahren? Nein, das ist es nicht. Wir wollen heute auch über operative Verfahren sprechen, wie zum Beispiel das direkte Lippenlift oder auch das Bullhornlift. Wo sind die Risiken, Grenzen und wo sind die Vor- und Nachteile dieser beiden Verfahren? Darüber sprechen wir jetzt in deinem Plastic Surgery Coach mit mir, Professor Dr. Sinus. Wenn es um das Thema Lippenvergrößern geht, denken die meisten von euch immer wieder an die Hyaluronsäure. Und das ist sicherlich eine der häufigsten Maßnahmen, die wir als plastische Chirurgen durchführen, wenn es um Lippenkorrekturen geht. Die meisten unter euch kennen allerdings das leidige Problem der Stabilität dieses Ergebnisses, nämlich die Volumenstabilität, die keinesfalls über Monate, Jahre oder eben lifelong hält. Und das ist das Hauptproblem, was die meisten Patientinnen, aber auch natürlich auch Patienten, dann am Ende des Tages zu uns führt und dazu veranlasst zu fragen, gibt es hier ein chirurgisches Verfahren? Und tatsächlich ist es so, ja, es gibt chirurgische Verfahren und zwar nicht nur eins, sondern auch zwei und auch drei chirurgische Verfahren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum habt ihr davon noch nichts gehört? Natürlich deshalb, weil überproportional häufig solche Lippenkorrekturen in irgendwelchen Spritzenbuden durchgeführt werden, wo zum Teil ehrlicherweise noch nicht mal Ärzte anwesend sind. Und wenn ihr zum Chirurgen geht, dann habt ihr die Möglichkeit, eine umfassende Beratung zu bekommen, und zwar über nicht operative Verfahren versus operative Verfahren. Kommen wir nochmal zurück zu den operativen Verfahren. Die Nachteile der Hyaluronsäure sind hinreichend bekannt. Die Volumeninstabilität, dass sich das Volumen nach einer gewissen Zeit resorbiert, aber natürlich auch die Knötchenbildung, die zum Teil sehr, sehr unangenehm sein kann und dazu führt, dass wir häufig auch mit Hyalase, also mit einem Enzym arbeiten müssen, wo wir diese Hyaluronsäureknötchen beseitigen. Gucken wir uns jetzt mal die chirurgischen Verfahren an, denn diese versprechen, dass sie tatsächlich lifelong und auf lange, lange, lange Zeit euch ein stabiles Ergebnis bescheren können. Bei den chirurgischen Verfahren haben wir nicht nur den Vorteil, dass wir ein Ergebnis schaffen, was sehr, sehr, sehr lange hält, sondern wir sind in der Lage, mit unserer Lupenbrille ausgestattet, sehr präzise zu arbeiten, während wir bei den Injektionsverfahren von außen die Problematik dorthin gehend haben, dass wir natürlich nicht kontrollieren können, was mit der Hyaluronsäure in den Lippen passiert. Migriert die, also wandert die zum Beispiel nach innen unter die Schleimhaut, wo sie Kontakt auch zu den Zähnen bekommt. Einige von euch da draußen werden vielleicht dieses Problem kennen. Wenn das Volumen zu klein ist oder die Möglichkeit, das Volumen aufzubauen, nur begrenzt ist, weil die Hülle der Lippe einfach klein ist, dann passiert das manchmal, dass die Hyaluronsäure tatsächlich unter die Lippe rutscht und dann irgendwo zwischen Lippe und Zähnen zu finden ist. Das sind alles Probleme, die wir mit unseren chirurgischen Verfahren tatsächlich umgehen können. Wobei ich hier an der Stelle ganz klar sagen möchte, es geht nicht darum, an dieser Stelle die Chirurgie zu verkaufen und zu sagen, Mensch, alles sehr viel besser, aber die Vorteile zu sehen, insbesondere für diejenigen unter euch, die verzweifelt sind, wenn es darum geht, Hyaluronsäure in den Lippen zum Aufspritzen zu verwenden. Und das sind all diejenigen unter euch, die unter sehr, sehr, sehr kleinen Lippen leiden. Kommen wir zu den operativen Verfahren. Verfahren Nummer 1, das ist die Eigenfetttransplantation. Aus meiner Sicht ein sogenanntes semi-chirurgisches Verfahren, weil wir dort mit Fett aus den kleinen Speckröllchen arbeiten. Dieses Fett wird in die Lippen eingespritzt und leider, leider, leider ist dieses Fett auch nicht immer stabil. Auch das kann sich resorbieren und es kann sich auch zum Teil komplett resorbieren. Und auch hier haben wir die Problematik der sogenannten Migration, also es kann sich bewegen. Auch hier haben wir die Problematik der mangelnden Präzision, denn es wird relativ grobschlächtig hineingespritzt, auch wenn ich sehr, sehr feine Kanülen und sehr kleine Spritzen dafür verwende. Und am Ende des Tages ist es so, dass wir hier im Vergleich, im direkten Vergleich zur Hyaluronsäure aus meiner Sicht sogar zum Teil einen Nachteil sehen, weil wir einen größeren Aufwand betreiben müssen. Wir müssen am Unterbauch oder zwischen den Beinchen ein bisschen Fett entfernen für die Lippenaugmentation. Das Ganze muss vorbereitet werden. Es kostet deutlich mehr Geld als die Hyaluronsäureinjektion, sodass wir vom Algorithmus, also von der Art und Weise, wie wir uns da herantasten, zunächst einmal mit der Hyaluronsäure gar nicht so falsch sind. Erst wenn die Hyaluronsäure versagt, wenn wir sagen, Mensch, jetzt haben wir das schon so häufig gemacht, oder wenn ihr grundsätzlich sagt, ich will gar keine Hyaluronsäure in meinem Körper haben, dann unterhalten wir uns über die Verfahren 2 und 3. Denn die Eigenfetttransplantation macht aus meiner Sicht nur dann Sinn, wenn ich ohnehin im Gesicht durch irgendwelche Verfahren bedingt, Facelift etc. mit Eigenfett irgendwas aufbaue oder wenn ich im Rahmen einer Fett
Absaugung sowieso Fett auf dem Tisch habe. Dann kommt häufig die Frage, macht es Sinn jetzt hier das Fett zu verwenden, um die Lippen, Wangenknochen etc. aufzubauen? Dann ist die Antwort natürlich ja, da macht es Sinn. Wollen wir jetzt allerdings ein präzises Verfahren haben, wo wir nicht nur die Präzision, sondern auch ein dauerhaft stabiles Ergebnis haben, dann kommen wir in die Fragestellung Liplift direkt oder in Form eines indirekten Liplifts und dann sprechen wir über ein sogenanntes Bullhornlift. Fangen wir mit dem Bullhornlift an. Das Bullhornlift ist der Klassiker. Die Technik des Bullhornlifts ist alt, das ist nichts Neues und basiert darauf, dass wir die Narben möglichst scharf und sehr eng an die Nase heranlegen, damit man diese Narben nicht sieht. Großer Nachteil bei dem Bullhornlift ist, dass man diese Narben eben manchmal doch sieht. Und da würde ich euch ganz ehrlich empfehlen, dass ihr genau hinschaut und auch genau hinhört, in welcher Art und Weise über die Narben kommuniziert wird, weil es tatsächlich den einen oder anderen, auch unter uns plastischen Chirurgen gibt, der an dieser Stelle das ganz gerne auch sehr optimistisch beschreibt. Nicht, weil man euch da irgendwelche dummen Sachen erzählen möchte. Allerdings ist es tatsächlich so, dass derjenige, der mit der Narbe rumrennen muss und derjenige, der die Narbe produziert, zwei verschiedene Menschen sind. Und tatsächlich habe ich sehr viele Patientinnen und auch Patienten, die zu mir kommen und sagen, dass sie die Narben wirklich abartig finden und eine Narbenkorrektur haben wollen, nachdem sie bei Kollegen oder Kolleginnen waren, die tatsächlich auch sehr, sehr häufig dieses Bullhornlift durchführen. Also auch in der Hand eines sehr erfahrenen Chirurgen kann das Bullhornlift, und das ist ein wesentlicher Nachteil, zu problematischen Narben führen. Bei welchen Patiententypen ist das besonders wahrscheinlich? Das sind Patienten, die zum einen durch sehr dunkelpigmentierten Hauttyp auffallen, ja, bis hin nach Afrika. Also das heißt, der afrikanische Hauttyp oder der lateinamerikanische, der südeuropäische Hauttyp, sogar mein Hauttyp, wäre an der Stelle relativ gefährdet, wenn es darum geht, eine Narbe in dem Bereich zu produzieren, weil die Spannungslinien genau in diesem Bereich, wo man dieses Bullhorn schneidet, verlaufen und dadurch eine ungünstige Narbenbildung resultieren kann. Das sollte man im Hinterkopf immer beachten. Zweiter Problemfall wäre eine Nase, die relativ hoch projiziert. Das heißt, wenn ihr eine Himmelfahrtsnasenspitze habt, die ganz nach oben schaut, wo man wie bei so einer Steckdose frontal in die Nase hineinschauen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr an der Stelle eine sehr, sehr sichtbare Narbe habt, nicht gering. Am Ende des Tages kann man Narben immer korrigieren und zusätzlich muss man dazu auch noch eine Sache sagen, am Ende wird häufig dann doch alles gut. Das heißt, ob man jetzt einen Laser benutzt, ob man mit einer Plasmabehandlung vorgeht, wenn wir uns die langfristigen Verläufe anschauen, blassen diese Narben dann doch tatsächlich irgendwann ab. Die Frage ist nur, wann passiert das? Das Bullhornlift ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr geeignetes Verfahren, ein sehr probates Verfahren, wenn es darum geht, den Abstand am sogenannten Philtrum zu verkürzen. Das Philtrum ist genau diese Stelle hier, die im Laufe der Zeit länger wird. Warum wird die länger? Weil der Alterungsprozess unterschiedliche Effekte in diesem Bereich produziert. Zum einen kommt es zu einer Atrophie, also zu einer Abnahme des Fettgewebes. Zum anderen kommt es auch zu einer Atrophie, also einer Abnahme der Knochendichte, aber auch der Zähne, sodass das ein ganz typisches Alterungszeichen ist. Die Patientinnen und Patienten, die allerdings zu uns kommen und einen Bullhornlift bei uns bekommen, sind nicht immer alte Menschen, die im Rahmen eines Facelifts sich so etwas operieren lassen, sondern sind zum Teil auch sehr junge Menschen. Und jetzt muss man die Frage stellen, warum kommen diese jungen Menschen mit einem vergrößerten Philtrum, also einem Abstand, der verlängert ist, zwischen diesem Nasensteg hier, der sogenannten Columella, und der Obergrenze des Lippenrots, warum kommen die zu uns? Die Antwort ist ganz einfach, Genetik. Diese jungen Patientinnen und Patienten haben sehr, sehr häufig genetisch bedingt ein sehr langes Philtrum. Und das Blöde an der Geschichte ist, ein langes Philtrum deutet immer auf Alterungsprozesse hin. Eine kurze Anekdote, ein kurzer Seitenschlenker an der Stelle, wenn man sich den Schimpansen anschaut, dann hat der Schimpanse tatsächlich ein sehr, sehr langes Philtrum. Phylogenetisch, also von der Entwicklung des Menschen, haben wir den Schimpansen ja irgendwann mal hinter uns gelassen, aber im Alterungsprozess entwickeln wir uns tatsächlich wieder irgendwo in Richtung Schimpansen zurück. Das heißt, wir haben sehr große Ohren, wir haben zum Teil ein sehr großes Philtrum, die Lippen
Dicke nimmt ab, es kommen die ganzen Falten um den Mund hinzu und bei Männern fallen die Haare so aus, dass man noch eine hohe Stirn bekommt. Und genau das möchte man mit dem Philtrum vermeiden, das heißt mit der Länge dieses Philtrums, indem man das indirekte Lippenlift, also das Bullhornlift hier anbietet, um das zu verkürzen. Wenn es ein indirektes Liplift gibt, dann gibt es natürlich folglicherweise auch ein direktes Liplift. Das direkte Liplift ist einer meiner Lieblingseingriffe und zwar deshalb, weil er schnell, unkompliziert und relativ narbensparend verläuft. Beim direkten Liplift schneiden wir direkt an der Lippenrotgrenze, also am Übergang zum normalen Hautpigment und können auf die Art und Weise die hellpigmentierte Narbe sehr gut verstecken zwischen dem Lippenrot und dem normalen hellen Hautpigment. Der Vorteil bei dem direkten Lippenlift ist aus meiner Sicht eben genau das, dass wir die Narbe dort besser verstecken können, als wenn wir beim sogenannten indirekten Lippenlift oder, um euch nicht zu verwirren, bei dem Bullhornlift die Narbe wirklich relativ frontal hier platzieren. Nochmal zurück zum Bullhornlift, um das nicht zu vergessen. Es hat seine Berechtigung. Nämlich dann, wenn es darum geht, wirklich ganz, ganz konzentriert sich hier um das Philtrum zu kümmern. Wollen wir uns aber um die Lippenform kümmern, haben wir mit dem direkten Lippenlift unseren großen Vorteil. Nämlich, wir können an der Stelle mit dem direkten Lippenlift wirklich direkt die Anteile der Lippe konzentriert angehen, die wir nach außen drehen wollen und die wir verstärkt akzentuieren wollen. Und das ist der ganz, ganz große Vorteil gegenüber dem Bullhornlift, wo es tatsächlich überwiegend darum geht, diesen Anteil der Lippe anzuheben und wo wir nur wenig Einfluss auf die äußeren Anteile der Lippe haben. Bei dem direkten Lippenlift haben wir diese Möglichkeit und wir haben bei dem direkten Lippenlift in der Regel auch die bessere Narbenbildung, weil wir eben nicht durch diese Spannungslinien an der sogenannten Columella und an den Nasenlöchern der Nase durchlaufen müssen und weil wir den Vorteil haben, dass wir die Narbe und das Blasse, den blassen Anteil der Narbenpigmente genau dort haben, wo wir physiologisch üblicherweise auch sehr blasse Hautpigmente haben, nämlich zwischen dem Lippenrot und dem normalen Hautpigment. Im Übrigen tendieren sehr viele Frauen dazu, die sich ein direktes Lippenlift machen, die Narbe ohnehin in den ersten Wochen und Monaten dadurch zu verdecken, indem sie das Ganze natürlich überschminken mit Lippenstift und natürlich auch mit dem Make-up drumherum. So, wenn man sich jetzt diese beiden Verfahren nochmal ganz genau anschaut, dann muss man sagen, es gibt kein das ist besser oder das ist besser, sondern man muss sich die Patientinnen und Patienten ganz genau anschauen und sehr sorgfältig auswählen, mit wem man welches Verfahren operativ angeht, beziehungsweise was man euch empfiehlt. Das direkte Lippenlift hat demzufolge seine Vorteile, die das indirekte Lippenlift in anderen Bereichen hat. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man mit euch persönlich über eure Wünsche, Vorstellungen, aber auch natürlich die Risiken, die ihr mitbringt, aufgrund eures Hautpigments und eurer individuellen Situation. Wir denken an die Himmelfahrts-Nasenspitze. Das muss man in einem sorgfältigen Beratungsgespräch mit euch durchsprechen. Und vergesst nicht, es geht bei beiden Verfahren darum, dass ihr am Ende des Tages nach der Operation glücklichere Menschen seid und glücklicher durchs Leben geht und euch nicht über irgendeine blöde Narbe ärgert. Deswegen muss man darüber auch ganz, ganz individuell sprechen. Das waren die Verfahren, die chirurgischen Verfahren zum Thema Liplift bzw. Lippenkorrektur. Ich hoffe, dass ihr viel lernen konntet anhand dieses Videos. Hinterlasst einfach eure Fragen in den Kommentaren. Wir werden versuchen, dann diese Fragen natürlich zu beantworten. Abonniert den Kanal, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Wir beobachten immer wieder, dass sehr, sehr viele Views hier sind von Leuten, die nicht abonniert haben. Natürlich solltet ihr abonnieren, drückt auch die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt aus dem Bereich der plastischen und ästhetischen Chirurgie. Ich bin jetzt raus, ich bin euer Professor Dr. Sinis, dein Plastic Surgery Coach.